Lecker. Das schmeckt richtig gut heute aus dem neuen Futtertrog vom Mister Handwerk. Yummy! Schnell was holen. Schnell was holen und dann wieder weg. Muahaha. Yum, 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 yum. Oh, ich hol mir schnell was. Danach kann ich in mein Häuschen gehen. Dieser, der Mann, der beobachtet uns schon wieder. Lecker, Bananen und Apfel. Hi, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ich möchte mit dir heute dieses Tool testen. Das ist so ein Frässet für deinen Winkelschleifer. Und was das Ganze kann, was du daraus machen kannst oder was du damit alles machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bis gleich. Was da alles im Lieferumfang ist, das schauen wir uns gleich mal an. Vorweg brauchen wir irgendwie was zum Fräsen bzw. zum Testen. Und da habe ich mir hier dieses Stück Altholz besorgt, beziehungsweise dieses Stück Handholz. Das werde ich gleich in meiner Kappumgärungssäge, an meiner Tischkreissäge auftrennen. Und danach geht's los mit dem Fräsen. Ich möchte so einen kleinen Futtertrog bauen, sprich für unsere drei Meerschweinchen. Da kommt das ganze Fressen dann rein. Und auf geht's. So, dann schauen wir uns mal an, was sich hier in dieser tollen Box befindet. Und zwar von außen können wir schon mal sehen, wir haben drei verschiedene Aufsätze und einen Schutz und eine Absaugfunktion. Bin ich gerade überlegen, habe ich meinen Staubsauger da? Nein, der ist leider nicht da. Ein bisschen schade. Das bedeutet, es wird eine ziemlich große Sauerei. Na gut, wir testen es trotzdem. So, Lieferumfang. Eine Absaugfunktion bzw. ein Schutz mit den dementsprechenden Haltevorrichtungen und die drei passenden Fräser. Hier haben wir einen Kugelkopf, hier haben wir eine Walze quasi und hier haben wir einen, ja, damit können wir Nuten quasi fräsen. Und das sieht man ja auch hier auf der Verpackungseinheit, was wir damit ganz grob machen können. Ich werde jetzt erstmal, womit fangen wir am besten an? Ich glaube, den Kugelkopf, den verwenden wir mal. Beziehungsweise, wir fräsen erstmal ganz, ganz grob das raus, was wir raus haben wollen, beziehungsweise markieren uns das und dann verwenden wir das schöne Tool. Und den können wir nachher verwenden, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Die einzelnen Raspeln, ich nenne das jetzt mal Raspel oder Aufsätze, könnt ihr an jeden beliebigen Winkelschleifer anschrauben. Dieser ist jetzt hier mit einem Netzstecker betrieben, das heißt Netzstecker vorweg entfernen, ganz ganz wichtig, und bei einem akkubetriebenen Wickelschleifer den Akku rausnehmen. Das Stück Holz habe ich aufgetrennt und zur Hilfe markiere ich mir jetzt das, was ich jetzt herausnehmen möchte. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr jetzt irgendwie eine Skulptur fräsen wollt oder sowas in der Art, markiert euch das bzw. zeichnet euch das Ganze an. Dann, ganz, ganz wichtig, das sichere Einspannen von dem Werkstück. Und dafür verwende ich den Master 650 Ergo von Wolfcraft. Das ist ein mobiler Arbeitstisch, den ich neu in meiner Werkstatt habe. Und den habe ich auch verlost im 5-Minuten-Update. Und die Auflösung ist jetzt gerade aktuell. Schau dir das Video mal an, das werde ich hier oben im Eck verlinken. Vielleicht bist du ja der Glückliche, der so ein Master 650 Ergo gewinnen kann. Und obendrauf gibt es noch meine Autogrammkarte plus einen Sticker. Und dann fangen wir auch mal an mit dem Fräsen oder mit dem Raspeln. Ich habe jetzt den Nutfräser, so nenne ich ihn mal, eingespannt. Und man kann wirklich sehr, sehr gut damit Nuten fräsen. Was ihr damit natürlich nicht machen könnt, ist vollflächig Material wegnehmen. Das heißt, dieser Fräser ist eigentlich ganz gut geeignet, um Gesichter zu fräsen, um Schattierung zu fräsen, um den Ganzen so ein bisschen filigran ein Muster zu verleihen, je nachdem, was ihr fräsen wollt. Jetzt hier bei diesem Futterdruck macht dieser Fräser wenig Sinn, denn ihr seht, ich habe es ganz grob mal herausgefräst, was am Ende weg soll. Aber mehr kann ich mit dem
Fräser jetzt hier bei diesem Projekt nicht anstellen. Dann habe ich mir den Kugelkopffräser oder die Kugelkopfraspel eingespannt. Das ist ein Kugelkopf, fungiert auch wie eine Raspel. Der Fräser davor hatte wirklich zwei Schneiden gehabt und das ist jetzt hier so eine Raspelfunktion. Und ja, gibt so einiges. Du kannst wirklich ganz, ganz schön Material wegnehmen und ihr seht jetzt auch hier, das Ganze produziert wirklich ganz, ganz viel Späne. Schade, dass ich meinen Staubsauger nicht zur Hand habe, sonst hätte ich das Ganze gerne ausprobiert. Aber ich werde das Ganze nochmal aufgreifen, ein Thema bzw. bestimmt nochmal ein Projekt machen, wo ich das Ganze dann richtig verwende. Der Kugelkopf oder die Kugelkopfraspel ist wirklich eine richtig, richtig tolle Sache. Ich sag mal so, das ist so ein Multitool. Ne? Ihr könnt damit auch filigrane Sachen herausfräsen, Gesichter oder Buchstaben oder Zahlen fräsen. Aber ihr könnt damit auch wirklich was wegnehmen an Masse, wie man jetzt hier sehen kann. Dann habe ich das Ganze so ein bisschen beschleunigt, wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe den Inhalt mit einem Forstlabor herausgebohrt. Das hat 5 Minuten gedauert. Natürlich hätte ich jetzt mit dem Fräser, ich vermute mal 2-3 Stunden gebraucht. Ich habe jetzt mir die Walzenraspel, so nenne ich sie jetzt mal, eingespannt. Und damit geht es wirklich flott. Also ihr seht jetzt schon hier den Futterdruck, der nimmt schon langsam Gestalt an. Ich fräse das Ganze so ein bisschen rund und innen drinne auch die Bohrung von dem Phosphorbohrer fräse ich auch komplett glatt. Und mit diesem Tool kannst du wirklich an Masse, an Material wegnehmen. Und das macht wirklich richtig viel Spaß. Ich muss sagen, von allen dreien Fräsköpfen ist die Walze mein Lieblingsprodukt. Damit kannst du wirklich viel, viel wegnehmen. Ich bin ein bisschen über meine eigene Dummheit frustriert, weil ich hätte das Ganze gerne mal gesehen mit Staubsauger. Ich hätte gerne mal gewusst, wie sehr ich hier die Werkstatt einsaue, wenn ich einen Staubsauger angeschlossen hätte. Und vor allem, du hast natürlich so einen Schutz gegenüber von Späne, die dir ins Auge fliegen kann. Ich habe zwar jetzt eine Brille auf, Mundschutz hatte ich auch getragen gehabt und einen Gehörschutz, ganz, ganz wichtig. Und dann bei so einem Winkelschleifer ganz wichtig, den Griff, den habe ich jetzt, der war demontiert, weil ich eine Flachdübelfräse drauf montiert hatte, den unbedingt draufschrauben und die ganze Fräse mit 2 Händen bedienen. Dann kommst du auch nicht irgendwie in die Bredouille, das Werkstück anzufassen, falls du mal wegrutscht, weil wenn dieses Ding in deine Finger gerät, das möchte ich nicht sehen, also nicht erleben. Ja, die Kugel, damit kannst du eher filigrane Sachen machen, beziehungsweise Rundung. Und mit diesem Fräsaufsatz kannst du wunderbar, glaube ich, Sachen hineinschlitzen, fräsen, Namen schreiben, aber auch ganz, ganz grob das Ganze dir anmarkieren oder Rillen machen und so weiter und so fort. Ich werde jetzt mir einen Aufsatz aufschrauben, auch für den Winkelschleifer. Und zwar ist das dieser kleine Aufsatz hier. Und da kannst du dir verschiedene Schleifkörnungen von 40 bis 120 drauf pappen oder wie so einen Knopf drauf stecken. Dann werde ich das Ganze nochmal schleifen und dann ist der Futterdruck fertig. Ich würde sagen, das Set hat sich definitiv gelohnt. Aua, boah, hab mir jetzt ein Gesicht geschlagen. Es tut, was es soll. Es macht richtig Spaß. Es macht richtig süchtig, wie ich schon gesagt habe. Ich werde das wahrscheinlich nochmal testen mit einer Absaugfunktion. Dann blende ich das Ganze euch hier ein oder ihr werdet das in den nächsten Videos bei mir mal sehen. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Natürlich hätte es jetzt auch funktioniert ohne Fußnabohrer. Aber ich hätte dann dementsprechend noch länger dafür gebraucht. Für das ganze Stück jetzt, was ihr gesehen habt, habe ich ungefähr 1 Stunde gebraucht. Und dafür muss ich echt sagen, ging das ganz flott. Kommt natürlich darauf an, was ihr damit machen möchtet. Ne? Für die Holzschnitzerei bzw. so eher Zimmermannsrichtung, wenn ihr irgendwelche Skulpturen machen wollt oder, ist das wirklich sein Geld wert. Also es macht richtig, richtig Bock. Und wenn ihr sowas nicht machen wollt und einfach mal ausprobieren wollt, dann bestellt euch das. Ich sag euch, ihr werdet das definitiv nicht bereuen. Cool. Und passt auf eure Hände auf.
Mundschutz, ganz, ganz wichtig, beziehungsweise Atemschutz und Gehörschutz und Sichtschutz. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Handwerker oder Sebastian. Ciao. Yam, 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 yam. Das schmeckt richtig gut hier. Der alte, dicke Mann verwöhnt uns richtig hier. Wenn du so einen tollen Meerschweinchenkäfig bauen willst, dann schau dir unbedingt das Video von dem dicken Mann an. Das findest du hier links im Bild. Kannst du natürlich auch für Hamster nehmen oder andere Lagertiere. Ja, wir werden erstmal jetzt eine Runde ordentlich futtern und wir würden sagen, vielleicht bis bald.